Wenn jemand behauptet, unsere Schöpfung sei flach, stellen wir uns eine Scheibe vor, die im Weltraum schwebt und über deren Rand vielleicht Wasser runterfließt. Das ist keine biblische Kosmologie. Eine solche Vorstellung wird von Desinformationsagenten verbreitet, um das Thema ins Lächerliche zu ziehen und von der Erforschung des Themas abzuschrecken, wenn es darum geht, wie sehr sich die biblische Kosmologie von der sich rotierenden Weltraumkugel unterscheidet. Das Fehlen einer Krümmung ist nur die Spitze des Eisbergs. Hier sind fünf wichtige Aspekte der biblischen Kosmologie. Erstens, das Firmament und die Gewässer. Im biblischen Modell gibt es keinen Weltraum. Im ersten Kapitel des Buches Genesis und in anderen Schriften wird unsere Welt als von einem unermesslichen Wasservolumen umgeben. Diese riesigen Gewässer werden als die Tiefe beschrieben. Am zweiten Schöpfungstag schuf Gott das Himmelsgewölbe, um das Wasser, das unten war, vom Wasser, das oben war, zu trennen und eine bewohnbare Fläche dazwischen zu schaffen. Auch nach der Sintflut bleiben diese Gewässer bestehen. Denn der Psalmist David erklärte zu seiner Zeit: Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel, und ihr Wasser, die über dem Himmel sind. Jesaja beschreibt das Firmament als ein festes Material, das sich wie ein Vorhang über die Erde spannt. Die Tatsache, dass das Firmament tatsächlich eine gewölbte Struktur ist, wird durch Jesajas Vergleich mit einem Zelt bestätigt, um darin zu wohnen. Elihu beschrieb das Firmament als stark und verglich es mit einem gegossenen Spiegel. Diese Terminologie beweist, dass die biblischen Autoren das Firmament als solide verstanden. Zweitens, eine kreisförmige Oberfläche mit Enden. In der Bibel wird wiederholt erwähnt, dass die Erde Enden hat und dass sie eine Fläche hat. Eine Kugel hat keine Enden und sie ist die einzige Form ohne Fläche. Die Fläche der Erde wird als Kreis beschrieben, wenn man sie vom Himmel aus betrachtet. Das hebräische Wort für Kreis, Hög, deutet nicht auf eine Kugel hin, wie viele behaupten würden. Denn Jesaja verwendet ein anderes hebräisches Wort, Dör, wenn er sich auf die Kugel bezieht. Das hebräische Wort Hög wird an anderer Stelle mit Kompass übersetzt. Bei der Erschaffung unserer Welt legte Gott einen Kompass an oder gravierte einen Kreis auf die Oberfläche der Meerestiefe. Drittens, fixiert auf Fundamenten und Säulen. Während die moderne Wissenschaft behauptet, die Erde bewege sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Weltraum, erklärt die Bibel, dass die Erde feststeht und sich nicht bewegt. Gott selbst sagt zu Hiob, dass er das Fundament der Erde gelegt hat. Es steht auch geschrieben, dass die Säulen der Erde des Herrn sind und er die Welt auf ihnen ruhen lässt. Säulen und Fundamente sind strukturelle Komponenten. Sie müssen fest verankert sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Das wirft die Frage auf welchen Fundamenten sie ruht. Die Bibel antwortet, er hat sie gegründet auf den Meeren und befestigt über den Strömen. Diese scheinbar unmögliche technische Meisterleistung der Grundlegung der Erde auf dem Wasser wurde von Hiob bestaunt, der erklärte, er hänge die Erde über dem Nichts auf. Das ist nichts, was für den Menschen Stabilität bietet. Auch die Struktur des Himmels, das Firmament, ruht auf Säulen, von denen gesagt wird, dass sie vor Gottes Zurechtweisung erzittern. Viertens. Die göttliche Wohnung. Gottes Thron steht direkt über dem Firmament, so wie die Säulen der Erde in die Gewässer darunter eingeschlagen werden. Ebenso legt Gott die Balken seiner Kammern in die Wasser, die über der Erde sind. Es steht geschrieben, dass der Herr über den Fluten sitzt und buchstäblich über unserer Welt thront. Der himmlische Vater blickt von der Höhe seines Heiligtums herab, um den vertikalen Aussichtspunkt zu veranschaulichen, den Gott einnimmt. Jesaja sagt, dass die Menschen aus Gottes Sicht wie Heuschrecken sind. Fünftens, geozentrisch und nicht heliozentrisch. Laut der Heiligen Schrift sind Sonne, Mond und Sterne nicht Millionen von Kilometern entfernt, sondern lediglich Lichter am Himmelsgewölbe. Weit davon entfernt, eine Ansammlung von Weltraumgesteinen und brennenden Gasen zu sein, die in ihren eigenen Bahnen umherschweifen.
Die Bibel lehrt, dass diese geheimnisvollen Leuchten einzig und allein dazu geschaffen wurden, der Erde Licht zu spenden. Das Uhrwerk dieser himmlischen Wunder sollte nicht nur den Tag von der Nacht trennen, sondern dem Menschen auch die Möglichkeit geben, den Wechsel der Jahreszeiten zu erkennen und die vergehenden Zeitalter zu markieren. Während seines Kampfes mit den Amoritern befahl Joshua nicht der Erde, sondern der Sonne stillzustehen. Auch David verstand, dass es die Sonne ist, die sich bewegt. Er verglich die Sonne mit einem starken Mann, der einen Wettlauf hält und sich unermüdlich die himmlischen Bahnen umkreist. Diese Tatsache wird auch von Salomo bestätigt, der sagte, dass die Sonne nach ihrem Untergang an den Ort eilt, wo sie wieder aufgehen soll. Was als Planeten bezeichnet wird, sind lediglich Wandersterne. Diese Himmelskörper durchqueren den Himmel in unregelmäßigen Abständen und wandern in rückläufigen Bewegungen über der Erde. Da sie in der Schöpfungswoche nicht ausdrücklich erwähnt werden, fallen sie unter die allgemeine Kategorie der Sterne, die Gott am vierten Tag schuf. Anders als die Kosmologie der Wissenschaft, die fälschlicherweise so genannt wird, braucht das Schöpfungsmodell, das die Bibel beschreibt, keine theoretische Physik, um sich zu stützen. Es ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Dennoch erfordert die biblische Wahrheit den Glauben eines Kindes, um angenommen zu werden. Das einfache biblische Modell steht in völliger Harmonie mit unserer eigenen persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung.